Sie ist nicht da. Also kommt sie auch nicht. Du hast Hansons Jagdmeuten gesehen. Vielleicht wurde sie erwischt. Möglich. Und das bereitet mir große Sorgen. Ich muss sie finden. Man lässt seine Leute nicht einfach zurück. Glauben Rekruten diesen Märchenscheiß noch? Egal, was passiert ist, sie braucht unsere Hilfe. Hör mal, die Nacht war zwar ruhig, aber du musst aus Dogtown weg. Wie denn? Auf gut Glück im Kofferraum versteckt? Hanson wartet doch nur auf so eine Verzweiflungstat. Schon, aber irgendwie muss das gehen. Ich kenne viele Fixer. Einer von denen... Vergiss es. Die verkaufen mich an den Meistbietenden. Wir brauchen einen neuen Plan. Wir brauchen keinen Plan. Wir brauchen eine Person. Und zwar Solomon Reed. Vor 7 Jahren war er Leiter unserer Geheimdienstoperation in Night City. Er und Somi waren ein Team. Nach dem Konflikt wurde er zum Schläfer. Also ist er noch da draußen. Reed ist prinzipientreu. Er lässt sich nicht bestechen oder beeinflussen. Wenn wir jemandem vertrauen können, dann ihm. Ein Schläferagent? Echt jetzt? Erzähl mir mehr, wenn das jetzt kein Staatsgeheimnis ist. Ist es. Und zwar ein sehr gut gehütetes. Wenn du deine Interessen in einem fremden Land wahren willst und die Diplomatie versagt, brauchst du andere Mittel. Wie einen Militärputsch? Das ist eine Option. Solomon Reed ist eine sicherere. Dieser Reed klingt wie ein Ass im Ärmel. Warum spielst du es erst jetzt? Weil man einen Schläfer nicht mal ebenso aktiviert. Man braucht eine Hundepfeife. Eine was? Sag ihm nicht, dass ich das so genannt habe. Ein Signal, das nur Reed hört. Etwas kompliziert. Vor dem Krieg gab es einen geheimen Kommunikationskanal der FIA. Ein Zugriffspunkt in einem Capitan Caliente in der Nähe. Der Zugangscode war 0931. Aber ein mieses Gefühl wie... Meinst du analoges Festnetz? Hat der Absturz die Zeit zurückgedreht? Geheime Daten verschickt man am besten über die Technologie, die sich am schlechtesten abfangen lässt. Das Caliente sollte noch angeschlossen sein. Steht der Besitzer auf Antiquitäten? Zumindest auf Regierungsgeld. Und vielleicht lebt er ja noch. Denk dran, 0931. Das klingt überkompliziert. Geht's nicht einfacher? Klar, wir rufen einfach bei der FIA-Geheimagenten-Hotline an. Nein, anders geht es nicht. Oh, und was passiert dann? Reed wird dich überprüfen. Dann zeigst du ihm das. Das heißt, dass du für uns arbeitest. Was zum? Mit einem Eintrag in der FIA-Datenbank. Moment mal. Heißt das, ich bin jetzt Special Agent? Richtig. Willst du den Eid schwören, damit es sich echt anfühlt? Geheimer Kommunikationskanal, eine offizielle Münze. Was noch? Codenachrichten im Screamsheet? Diese Münze dient deiner Sicherheit. Wenn Reed sich nicht vollkommen sicher ist, dass ich dich schicke, bringt er dich um. Da wir auf derselben Seite sind, von mir aus... Oh, wie? Dann sprich mir nach. Hiermit schwöre ich, wie... Hiermit schwöre ich, wie... dass ich den neuen Vereinigten Staaten von Amerika treu dienen werde. Ziemlich erbärmlich. Hab's mir anders überlegt. Diese Formalitäten sind nicht so meins. Verstehe ich. Sie machen die Hälfte meines Jobs aus. Wie auch immer. Willkommen in der FIA. Viel Glück da draußen, V. Und lass dich nicht erwischen. Hey. Gut, dass du diesen Fascho-Eid nicht geschworen hast. Ach ja? Manche Sachen sind es wert, ihnen sein Leben zu widmen. Aber nicht das. Schon klar. Scheiß aufs System, auf Arasaka, auf die NUSA. Krieg dich ein, wie? Das ist kein Anarchisten-Workshop für Teenies. Ich war ja mal ein Konzernsoldat. Hab mich regelrecht in die Uniform gestürzt. Die waren so geil auf ihren verfickten Eid. Sprechen Sie mir nach, bla bla bla. Aber was ich damals geschworen habe, keine Ahnung. Willst du wirklich darüber reden? Eins muss man dir lassen, V. Du bist schlauer als ich damals.
Town hat einen neuen Papst. Oder Space Force 2 ist abgestürzt. Ich bin zwar neugierig, aber wir haben uns um einen Anruf zu kümmern. Wie? Du bist in Dogtown? Lass mich dir einen Tipp geben. Sei vorsichtig. Hans? Wow, was hast du denn hier zu schaffen? Hier schlägt das Business-Herz von Pacifica wie. Hier werden die guten Deals gemacht. Wir treffen uns also endlich mal persönlich? Dazu sage ich weder ja noch nein. Statt einer Antwort gebe ich dir lieber Arbeit. Hoffe, du nimmst an. Eins noch. Ich weiß nicht, wie du über die Grenze nach Dogtown gekommen bist, aber ich vermute nicht durchs Haupttor. Ist aber auch nebensächlich. Zukünftig kommst du jedenfalls problemlos rein und raus. Name und Gesicht sind jetzt im System. Ab sofort kommst du ungehindert über die Bezirksgrenze. Ich melde mich wieder. Scheiß auf Konzerne! Kauf bei Ronald! Ronnie, der Runster! Kapitän Caliente. Der Typ ist mit dem Schiff untergegangen. Sieht jetzt irgendwie aus wie ein Lager. Was ist das? Antiker Schrott. Ob das überhaupt funktioniert? Ich suche mir in der Zwischenzeit einen Cheeseburger. Ist da jemand? Hallo? Das Scheißteil ist kaputt. Oder du hast dich verwehrt. Fuck, was machen wir jetzt? Besser. Nenn mich wie. Andrew Jackson Street, Basketballplatz. Tagsüber, klar. Unser Mr. User-Freund ist nicht gerade sehr gesprächig. Da hätte auch eine Textnachricht gereicht. Hab den besten Sitz hier. Das wird ein spannendes Spiel. Johnny Silverhand ist Basketball-Fan? Seit wann? Alles okay? Du weißt, was ich meine. Ein anderes Spiel geht gleich los. Und dein Kopf ist der Ball. Hast recht. Da braut sich was Fieses zusammen. Ein verfickter Sturm, ja. Lass dich nicht vom Sonnenschein täuschen. Du trittst gegen erfahrene Spieler an. Aber du bist gerade erst aufs Feld gestolpert. Das sind geübte Soziopathen. Die tun bloß so, als wären sie deine Freunde wie... Also spiel ruhig. Aber werd nicht zum Spielball. Sag's doch einfach. Du traust Myers nicht. Ich kenne Leute wie sie. Politiker? Schlimmer. Militärs. Du hast entweder den Schwanz der Scheißoffiziere im Mund oder ihre Knarre, wenn du nicht gehorchst. Denen kommt man nicht so leicht. Als Deserteur weiß ich das. Davon hast du nie erzählt. Bin auch nicht stolz drauf. Hab das Kapitel zerrissen, zusammengeknüllt und runtergeschluckt. Jetzt würge ich den Scheiß wieder hoch. Eins habe ich in all dem Schlamm und Blut gelernt. Und das wäre? Nach dem Zuckerbrot kommt die Peitsche. Folgendermaßen. Jeder Soldat kriegt ein Gewehr,
Eine Flakweste und einen Haufen Versprechen. Früher oder später ist die Munition alle. Du blutest durch die Weste und die Versprechen sind ein Scheißdreck wert. Genau. Und dann greifen sie zu der Peitsche namens Werte. Du wirst im Schützengraben bombardiert, deine Chums bekommen nette Phosphorduschen und ein Offizier erzählt dir was von Loyalität und Pflicht. Wenn das Zuckerbrot ausgeht und sie die Wertepeitsche schwingen, dann lauf, kleines Häschen. Lauf. Das beschäftigt dich alles noch, oder? Musst dich deinen Dämonen mal stellen, Johnny. Ich hatte die ganze Zeit keine Probleme damit. Bis jetzt. Politiker, Militärrunner, Geheimagenten und Colonel Hansen zum Dessert. Echt die Creme de la Creme der Drecksfotzen in Dogtown. Dreh dich nicht um. Guck auf den Platz. Hände, was hast du da? Johnny, wer schnauft mir da in den Nacken? Woher soll ich das wissen? Ich sehe bloß, was du siehst. Du hast da was in der Hand. Zeig mal her. Ich will wissen, mit wem ich rede. Der Spruch ist alt schon. Du weißt, wer ich bin. Deine Hände, los. Sagt dir diese Münze hier was? Aber ich muss mir sicher sein. Der nimmt sich aber sehr ernst. Wer schickt dich? Rosalind. Ich bin keine Rosalind. Und du auch nicht. Bist echt ein Profispion, wie? Ist sie in Sicherheit? Nicht, wenn wir noch mehr Zeit vergeuden. Sehr gut. Dribbel um ihn rum. Ist dir jemand gefolgt? Hast du darauf geachtet? Weiß nicht. Hab nicht drauf geachtet. Nun, wenigstens bist du ehrlich. Gut gemacht. Schwarzer Ford Merrimack auf der Straße. In 3 Minuten. Vordersitz. Wir sollten getrennt gehen, damit niemand misstrauisch wird. Geh du vor. Oh, wollt ihr nicht Händchen halten? Reed? Ein aalglatter Wichser. Ich glaube, er mag mich. Sicher. Und er hat bestimmt Süßigkeiten im Van. Wollen wir? Hey, hast du den Typen gesehen, mit dem ich geredet habe? Den Großen? In dem Mantel sieht er aus wie ein Kinderschänder. Ey, verzieh dich mal lieber. Mit den richtigen Beinen ist ein Slam Dunk für 3 Punkte ein Kinderspiel. Das Spiel braucht endlich mal neue Regeln. Schwarzer Thornton. Bevor wir fahren, entschuldige die Vorsicht. Ich gehe ungern Risiken ein. Manchmal ist es sicherer, einem Chum die Malorien in die Rippen zu drücken, auch wenn er auf meiner Seite ist. Nichts Persönliches. Nimm es mir nicht übel. Nein, ich nehm's dir nicht übel. Du musstest dir sicher sein. Hätte ich auch so gemacht. Ist das so? Du bist nicht in unserer Branche, wie? Was hat mich verraten? Du sitzt mit einem Fremden im Auto. Dein Glück, dass ich wirklich ich bin. Ich habe mir deine FIA-Akte angesehen. Interessantes Profil. Unabhängiger Söldner, geboren in Haywood, Night City. Und interessanterweise, seit gestern Nacht ein FIA-Agent. Was mich interessiert, was hast du mit der ganzen Situation zu tun? Songbird hat mich angeheuert. Klingelst du? So me. Kennst sie also? Hab mit ihr gearbeitet. Ich dachte, ich höre nie wieder von ihr. Die Kleine ist ein Magnet für Ärger. Okay, dann besuchen wir endlich mal unsere Freundin in Not.
Die Adresse, bitte. Nur zu deiner Info. Die Antwort wird dir nicht gefallen. Spuck's aus. Ein Gebäude in der Crest Street. 8. Stock. Natürlich gefällt mir das nicht. Du hast sie in Dogtown allein gelassen? Hätte ich mit dir lieber eine Stadtrundfahrt machen sollen? Weißt du was? Ja. Hör mal, der Ort schien mir sicher. Sicher? Ein verfallenes Gebäude in Dogtown? Das klingt doch absurd. Warte. Ich muss rangehen. Was denn? Ich habe heute frei. Du bist doch der Manager, nicht ich. Frag halt Bob, der schuldet mir eh was. Tja, Pech gehabt. Ihr müsst mal ohne mich klarkommen. Mein Chef. Ich arbeite in einem Club. Als Türsteher. Du weißt schon. Ist das dein Undercover-Job? Türsteher? Reicht, um die Rechnung zu bezahlen. Plus Extras. Schläfer erhalten keinen Lohn von der Regierung. Nicht mal heimlich. Irgendwie habe ich mir meinen freien Tag anders vorgestellt. Die Präsidentin zu retten? Das ist doch wie in einem Action-BD. Vielleicht. Braucht Myers noch? Ich petz doch nicht, Mann. Das war also ein Ja. Nicht gut. Ja. Wenn nichts mehr unter Kontrolle ist, greift sie zu den Kippen. Wird Zeit, dass wir ihr helfen.